Hallo Mädels, heute zeige ich euch meinen Beitrag zur YouTube-Themenwoche Mädchentraum. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Als allererstes habe ich einmal die Tipps angebuffert und grundiere sie nun mit einem leichten Pink und härte das Ganze dann für 2 Minuten in der UV-Lampe aus. Nun gestalte ich noch einen Tipp mit einem leichten pinken Farbverlauf und dazu trage ich beide Farben jeweils auf die Hälfte auf und mache dann mit einem sauberen Pinsel sozusagen den Übergang. Nun benutze ich so ein ganz feines rosa Glitzer und das tupfe ich ein bisschen in die Spitzschicht. Nun trage ich einmal einen Versiegler ohne Schwitzschicht auf. Ich habe mir 2 Glitzer ausgesucht, diese tupfe ich jetzt einmal in die Versiegelung ein und härte das Ganze für 2 Minuten in der UV-Lampe aus. Anschließend trage ich einen Aufbau auf und buffe das Ganze an. Nun fange ich einmal an, ein paar One-Stroke-Blümchen auf die Tipps zu zeichnen. Mein Anfänger-One-Stroke-Video verlinke ich euch einmal hier im Video und noch unten in der Infobox. Ich benutze die Farben von Magnetic und von Brillbird. Die Pinsel sind auch von Magnetic. Die Produkte verlinke ich euch einmal unten in der Infobox. Thank you.
Das sind nun einmal meine gezeichneten Monstrogue-Blüten. Und um das Ganze noch ein bisschen abzurunden, zeichne ich jetzt noch ein paar Schnörkel. Das feuchte Gel streue ich jetzt noch ein bisschen feines Glitzer rein und dann härte ich das Ganze für 2 Minuten in der UV-Lampe oder in 30 Sekunden LED. Die anderen Videos verlinke ich euch noch einmal unten in der Infobox. Sollten noch irgendwelche Fragen aufkommen, dann schaut euch doch einfach nochmal das Video vom Montag an. Da erklärt die Anna alles über den Ablauf und ja, ich denke mal, damit sollten alle Fragen dann beantwortet sein. Jetzt setze ich noch ein paar Steinchen, dazu nehme ich immer Tippkleber, das hält meiner Meinung nach am besten und natürlich nicht versiegeln, weil sonst der Effekt von den schönen Steinchen verloren geht. Das ist mein Beitrag zur YouTube-Mädchen-Traumwoche. Ich wünsche euch viel, viel Glück beim Wettbewerb. Macht alle mit, sendet fleißig ein.
denn wir haben tolle Preise von richtig, richtig tollen Sponsoren. Vielen Dank nochmal an die Sponsoren und wie gesagt, ich wünsche euch viel, viel Glück.